Sind das die originalen NC Recaros? Ja. So Spack, ne? Ja. Das ist krass. Das ist, ich meine, ich bin fett geworden, aber. Aber so? Einen wunderschönen guten Tag. Neues Fahrvideo, das erste mit mir im Jahr 2023. Wir fahren ja quasi fast mein Lieblingschassis vom MX-5, von der Lieblingsgeneration. Wir fahren NC. Wir fahren hier einen sehr schönen NC, der auch wirklich sehr wenig bisher gelaufen ist. Unglaubliche 20.000 Kilometer. Das ist echt nicht viel. Mhm. Und jo, ein paar Sachen sind hier umgebaut. Ein paar. Wahrscheinlich hat schon alles irgendwo in dem Titel und sonst wie gestanden und ich mache jetzt hier den Geheimniskrämer. ja, wir fahren Rotrex Kompressorumbau in C30, ich glaube 84. Zusammen mit unserem Fächerkrümmer Cut, alles aufeinander abgestimmt und noch ein paar weiteren kleineren Änderungen. Überrollbügel, einer der letzten, die wir aus der alten Charge noch hatten. Whiteline-Stabis sind verbaut, Tieferlegung hat der Kunde meine ich vorher schon gemacht. Jetzt sind wir gerade auf Winterreifen unterwegs, sonst noch im Sommer ein paar wunderschöne Allegheritas. Man hört's, Shifter. Man hört ihn. Dezent. Ja. Stört mich ja überhaupt nicht, ne? Nee, mich auch nicht. Also das stört mich wirklich auch nicht. Das ist einfach. Im MX-5 ist das völlig in Ordnung. Also. Dann fahren wir das Auto mal ein bisschen warm. Ja, was gibt es hier zu sagen? Also, Rotrex-Thema war ja generell so ein bisschen mit Ups und Downs, sag ich mal, der Firma SPS. Nicht wundern, hier kommt noch vielleicht ein bisschen Schaum geflogen, haben das Auto gerade frisch runtergewaschen. ja, aber wir sind auf jeden Fall beim Thema NC und ND hundertprozentig sicher. Der Rotrex hat da eine langfristige Zukunft. Im ND ist ja gerade das Thema mitten in der Entwicklung. Hier haben wir rein technisch die Entwicklung eigentlich abgeschlossen. Das Ding ist fertig. Funktioniert einwandfrei. Leistung. Oh, haben wir jetzt Leistung? 270, 280, so müssten wir liegen. Fährt richtig, richtig schön, richtig gut. Wir haben halt hier wieder die Kombination, die beste Kombination aus beiden Welten. Druck mit Beschleunigung, Kraft, Drehmoment und halt Klang von hinten. Wir haben ja unsere Fächerkrümmer-Cut-Kombination verbaut, zusammen auch mit der Gruppe A-Abgasanlage, also das Paket, wie es jetzt entsprechend im Online-Shop dargestellt ist. Gutachten wird auch hier in Kombination nachher kommen, dass du halt alles zusammen in einem Teilegutachten genannt haben wirst. Das ist noch eine Sache, die kommt noch, die ist noch nicht fertig. Also Gutachten ist sozusagen aktuell in Vorbereitung. Und es fährt so geil. So ein NC ist einfach, guck mal hier. Das fühlt sich so gut an, selbst auf den Winterreifen. Ja. Hammer. Ja, schickes Lenkrad ist hier drin. Umgesattelt, 12 Uhr Markierung. Die Recaro, Original NC, Mazda Sitze, wie auch immer Recaro, sind hier nachträglich wohl reingewandert. Die sind echt eng, haben wir Sebastian und ich uns eben erschrocken. Also entweder sind die Sitze enger geworden oder wir sind breiter geworden, wir wissen es nicht. Vielleicht eine Kombination aus beidem. Kombination aus beidem, genau. Aber der sitzt schon echt eng, krass. Seitenhalt hat man. Ja, erstaunlicherweise, ja. Ansonsten, man kennt es halt von den Turbo-Umbauten im NC bei uns. Das Auto fährt wie ein Serienauto, sag ich mal, so Gasannahme. Und allem drum und dran fährt sich wie immer, nur jetzt haben wir halt mal ein bisschen Kraft. Wir fahren den Wagen noch ein bisschen warm, dann haben wir gleich mal ein schönes Stück Landstraße, wo man ein bisschen Gas geben kann. Vielleicht haben wir sogar Glück und es ist abgesperrt. Mal gucken. Nee. Ja, was haben wir sonst für Fakten? Also dieses Kompressor-Kit kommt auf jeden Fall erstmal für den 2 Liter, 160 PS. Alle Vor-Facelift, Facelift, wie auch immer, werden da abgedeckt werden. Und das Ganze wird auch immer nur in Kombination mit unserem Fächerkrümmer und Cut möglich sein. Das heißt, hier kann man auch das Ganze zum Beispiel in Aufbausteps machen. Man geht erst den Weg Fächerkrümmer-Cut, um dann nachträglich nochmal dann den Schritt des Kompressors zu gehen. Oder man geht alles auf einmal. Das ist dann jedem frei überlassen. Und ja, das Ganze muss natürlich am Ende des Tages bei uns abgestimmt werden.
gucken, wie das Ganze vernünftig funktioniert. Das ist auch hier wieder mit dem Seriensteuergerät gelöst, so wie es bei den Turbo-Umbauten auch gemacht wird. Das heißt, es verhält sich da alles gleich und man hat vor allen Dingen halt diese ganzen Serienfunktionen weiterhin erhalten. Hier zum Beispiel, das Auto hat einen serienmäßigen Tempomat, der funktioniert ganz normal weiter, da hat sich nichts dran geändert. Auch Gasannahme und Leerlaufverhalten etc. ist alles wie Serie. Entsprechend unauffällig und normal und unaufgeregt fährt sich das Ganze, was halt eben diesen perfekten Spagat darstellt. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Stück Landstraße, was einfach nur schön geradeaus geht. Da können wir gerade mal ein bisschen schauen, wie sich das fährt. Es geht schon vorwärts. Und ja. Hier funktioniert dieses Rotrex-Thema halt so gut, weil wir haben 2 Liter Hubraum. Und da ist die Paarung halt einfach geil, weil irgendwie fühlt sich das auch schon untenrum recht kräftig an und entwickelt halt über das Drehzahlband die Leistung und das Drehmoment. Und mit der Drehzahl kommt halt die Vehemenz und dann der Schub. Und du hast halt trotzdem, wenn du jetzt hier so, vierter Gang 3000, das fühlt sich kräftig an. Das fühlt sich souverän an, das fühlt sich nicht irgendwie tot an oder so. Also, dass du jetzt irgendwie Probleme hast, weil Drehzahl zu gering wäre, das passt einfach. Diese Paarung, 2 Liter Hubraum mit diesem Rotrex, das ist einfach schön zu fahren. Klar, jetzt im sechsten Gang 100, etwas über 2500, da fehlt dir dann halt die Drehzahl des Laders, dass hier richtig was passiert. Aber es fährt halt einfach gut. Und wenn du dann einmal runterschaltest, also mit 6 Gang die Übersetzung ist einfach richtig gut. Das ist schön. Das fährt so geil einfach. Also hier gefällt mir das richtig gut. Wir haben riesen Spaß hier in dem Auto. Ja. Und der klingt schön. Ja. Müssen wir mal vorbeifahren gleich. Ja. Das richtig geil. Also, ich hab's dann doch wieder mit den Fakten sein lassen. Ich muss mich erstmal hier aufs Emotionale konzentrieren. Jo, Preise sind, meine ich, im Onlineshop sogar hinterlegt, also für das Kit auf jeden Fall. Leistungspaket weiß ich gerade gar nicht, was das sozusagen alles im Verbund kostet mit Montage, Eintragung und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir noch nicht im Onlineshop hinterlegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos, aber auf jeden Fall wird es nachgereicht. Das heißt, ihr könnt euch das später im Onlineshop auf jeden Fall ansehen. Und gibt es sonst irgendwelche wichtigen Sachen zu beachten? Ach, geil! Es macht einfach nichts. Ja, klar. Es ist einfach richtig gut. Ja, wir drehen jetzt tatsächlich gar nicht mal so krass hoch. Wir drehen jetzt 6,8, meine ich. 6,8, 6,9. Hat den Hintergrund, wenn wir weiter höher drehen würden, wird ja die Drehzahl des Laders noch weiter ansteigen. Der Ladedruck würde weiter steigen und dann fängt es halt langsam an, ungesund zu werden. Für den Motor, also Drehmoment technisch. Ich bin schlecht vorbereitet auf dieses Video. Das ist echt blöd. Gut, es war ja auch ganz, also ganz spontan. Ein bisschen spontan. Vielleicht schaffen wir es zum Ende des Videos noch ein paar harte Fakten sozusagen. Ja, wir sind albern. Ein paar Fakten noch zu nennen. Drehmoment und so weiter. Hier geht es jetzt erstmal um den Eindruck, wie sich sowas fährt, wie sich es anfühlt. Es passt so gut zum Auto. Ja. Es passt richtig gut. Es fühlt sich an, als wäre es ein Serien 3 Liter. Und weißt du, was jetzt richtig hart ist? Ich wüsste jetzt nicht, was ich geiler finde. Und Turbo oder Rotrex. Und das will schon was heißen. Ich wüsste nicht, was ich geiler finde. Ich auch nicht. Also, wenn ich jetzt den Standard Turbo vergleiche mit diesem, nennen wir es mal Standard Rotrex, der halt eben auf einem serienmäßigen Motor basiert, ohne Schmiedeteile etc., ohne Verstärkung. Ich wüsste nicht, was ich geiler finde. Also, gerade hält sich die Waage für mich. Ja. Weil hier hast du halt dieses Direkte, du hast der ist direkt da. Das ist halt anders als beim Turbo. Ja. Ah. Dann schön mit Zwischengas. Das, was man eben gehört hat, waren leichte Reifenrutsche. Ja. Beim Einkuppeln, da sind auch Winterreifen unterwegs, genau. Das Auto fährt. Es fährt so gut. Und dieser Shifter noch dazu, ey, das ist einfach. Einfach geil. Ah, das ist echt schön. Ach so, sonst gibt es irgendwas bei diesem Umbau, was man wissen sollte. Also wir fahren weiterhin in 5W50 Öl.
wie wir es ja sonst auch bei den Saugern machen, weil wir haben ja jetzt keinen zusätzlichen, sag ich mal, Ölheizer im Kreislauf drin, der unnötig die Öltemperatur hochschießen lässt. Ja, der Rotex hat ja sein eigenes Öl. Genau, seine eigene Ölversorgung, und dieses Öl ist auch ein lebenslanges Öl, das hat jetzt kein Wechselintervall, sondern das kommt einmal da rein und bleibt dann auch da drin. Das muss nicht mehr gewechselt werden. Zumindest ist so die Vorgabe von Rotex, und an die halten wir uns auch. Macht Sinn, das Ganze mit dem Ölkühler wahrscheinlich zu kombinieren, wenn man das Auto entsprechend flott unterwegs, also flott bewegt, weil klar, man hat halt eine Mehrleistung und mehr Wärme in dem ganzen System. Wasserkühler sollte man auch an der Stelle optimieren. Also es verhält sich vom Leistungspaket relativ ähnlich zu einem Turbo-Umbau am Ende des Tages mit den, sag ich mal, Gesamtkomponenten, die wir dann verändern. Eine stärkere Kupplung ist hier auch drin. Eine Extreme Clutch Stage 1 müsste es sein. Fährt sich praktisch noch alltagstauglich, also vom Anfahrverhalten etc. annähernd einer Serienkupplung zu vergleichen, ohne irgendwelches krasses Geruckel oder Anfahrstottern oder ähnliches, wie man es von aggressiveren Kupplungen kennt, Sinter etc., wie man es halt schon in anderen Autos mal hatte. Und so macht das halt echt fetz. Ja. Diese Kraftentfaltung. Boah. Ja, das ist schon gut. Ja. Ich bin im Auto selbst bestimmt jetzt schon halt für Probefahrtzwecke testen und schauen, ob alles funktioniert. Bestimmt 150 Kilometer gefahren. Ich hab's nur genossen. Einfach ja. Geil. Richtig gut. So, da vorne ist unsere schöne Stelle, wo wir einmal ein bisschen Klangaufnahmen machen können. Jo. Würde ich sagen, kriegt die jetzt auch an der Stelle. Was ich auch sehr geil finde, klar, der Shifter übertönt jetzt so ein bisschen Geräuschkulisse, aber du hast relativ wenig Geräusche von vorne, vom Rotex selbst. Du hörst ihn, gerade wenn du so hoch tust, ja. Also es ist sehr dezent. Überhaupt nicht irgendwie nervig oder übertrieben, dass er halt das permanent am Schnattern oder Schnaufen, Fauchen, wie auch immer ist. Und das ist halt gerade beim entspannten Fahren wichtig, dass du halt keine unnötige, nervige Geräuschkulisse hast. Hehe. Schifter lässt grüßen. Für die, die es halt nervig finden. Und sonst hast du halt nichts von diesem Rotrex da vorne, außer. Ich hätte es jetzt noch nicht mal rausgehört gerade. Ja, doch, dieses leichte. Als kann auch vom Shifter kommen, weil er Getriebegeräusche überträgt, die ähnlich klingen. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geil. Ja. Dann werfen wir jetzt gleich nochmal einen Blick in den Motorraum, wie das Ganze verbaut aussieht, weil es sieht auch sehr wertig aus im Motorraum selbst. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Key Facts zum Auto kriegen. So, jetzt stehen wir auch mal außen im Auto. Geile Farbe übrigens. Meine X8 hat die gleiche Farbe. So, ich denke, der Blick hier rein sagt schon alles. Sieht vernünftig aus, das Ganze. Mit unserer Catch-Kette natürlich kombiniert. Man sieht auch unseren Fächerkrümmer unter dem Abschirmblech. Und so ist nachher das Leistungspaket, beziehungsweise so ist das Ganze nachher auch im Gutachten entsprechend enthalten. Und eine echt vernünftige Sache. Also es fährt einfach richtig geil. Es passt so gut zum Auto. Ja. Wie gesagt, ich wüsste gerade nicht, was ich lieber haben wollen würde, wenn ich die Wahl hätte, ob es ein Turbo sein sollte oder ein Kompressor. Hat alles so seinen eigenen Reiz, aber das Level ist also auf eine Ebene. Das ist schon echt krass. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr Fragen zum Produkt habt, Fragen zum Umbau etc. oder sonstiges, natürlich gerne kommentieren oder uns eine E-Mail schreiben. Wenn ihr ein Angebot haben wollt, auch einfach schreiben, anrufen, alles gar kein Problem. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.